Mann, das war knapp. Mir alleine wäre es nicht möglich gewesen, all die Dorfbewohner zu retten. Ich danke euch wirklich sehr. Ja, er überlegt und da geht ihm ein Licht auf. Ich werde euch, ja, mit Saint Eva segnen. Ja, das ist ein Zeichen meiner Dankbarkeit. Bitte bringt mich an den Ort, wo ihr alle lebt oder wo ihr euch alle trefft. Erst ist der Brunnen ausgetrocknet, so dass wir nicht länger Wasser hatten. Dann fiel das Kind in den Brunnen. Und was es auf die Spitze treibt, ist, dass die ganzen Dorfbewohner nach diesem Kind gesucht haben und nicht zurückgekommen sind. Bob. Gut. Ja, das wird jetzt schön. Jetzt geht es ein paar Mal hin und her. Wir bringen einmal Ray in unser... Naja... sich im Bau befindenden Haus. Und, ja, und dann geht's nochmal wieder zurück. Und eventuell geht's dann sogar nochmal wieder zurück. Man weiß es jetzt nicht. So, kaufen wir nochmal ein bisschen was ein. ...50 Mal. So... Geschissen. Ja, sonst haben wir eigentlich nichts verbraucht. Gehen wir wieder raus. Ja, gut. Und an dieser Stelle heißt auf und zurück nach Haus. Ja, mal wieder ein Kimoto und ein Kackgoblin. Ich hau da jetzt einfach mal so drauf. Hier zu. So, nebenbei mal einen Schluck trinken. Und alle rauchen. Ich hab schon Fusseln an der Lippe. Ja, das ist ein Wunder zu dieser Zeit, wie schnell das geht. Hast 2 Level weniger und die Gegner, die latschen dich sowas von weg. Und schwuppdiwupp kommt auch mal ein Schwein, was ich totschlage. Ja. Ich erwähne es jetzt nochmal oder empfehle es immer wieder. Ist ganz praktisch, ein Schwein zu töten. Und nicht zu essen, sondern zu verkaufen, denn die haben sowieso viel zu viel Cholesterin. So viele Äpfel mit Pektin könnt ihr gar nicht essen, damit das wieder ausgeglichen ist. Drauf auf die Kackgoblins. Ich hoffe, wir haben jetzt hier nicht so eine Hardcore Zufallskämpfe, also eine Hardcore-Menge an Zufallskämpfen. Ich würde gerne schnell durchkommen. Ja, verdammt. Ich habe nicht genächtigt. Was mich aber jetzt hätte trotzdem nicht daran gehindert, aufzuladen. Ja, so viel dazu. Ich werde dann gleich in Vinja nochmal schlafen, sofern ich dazu komme. Sowieso mal eine sehr vage. Ich habe mich jetzt eben gerade in der Stadt nicht getraut zu speichern, Captain. Weil ich Angst hätte, das Video hätte vielleicht wieder nicht aufgenommen. Und dann speichert man, kann es nicht nachmachen. So hat es vielleicht aufgenommen und ich gehe tot. Wäre auch unangenehm. Ja. Geht jetzt dem Herrn, dass ich ein Bronze-Sword, ja, das können wir verkaufen.
Gut, gut. Lassen die Schweinchen aus. Und nächtigen hier. Unter den mächtigen Windmühlen von Windia. Mühlrädern. Natürlich nicht Windmühlen. Genau, und an der Stelle können wir nur mit Stan weiter. Das haben sie uns ja angekündigt. Man braucht einen Highlander. Ein Highlander sind ja halt Affen. Das hatte ich eventuell auch erwähnt. Über die Klippen. Also es gibt eine Stelle, an der die Klippen nah zusammenliegen, um wieder zurückzukommen. Dafür haben wir den Guten. Ja. Ich habe gerade so einen Schiss, dass mir dieses Video verkackt. Ich hatte ungelogen auf dem, nachdem wir... Oh, Hilfe. So, das war jetzt ein Herzinfarkt. Nichts passiert, weiter geht's. Was wollte ich sagen? Ich hatte einmal, nee, mehrmals auf dem Weg, als wir gerade, Bo von Hometown, in den Hideout geschafft haben, dass mir, ja, drei oder viermal bei einem E-Sledge, nachdem ich ihn getötet hatte, quasi in dem Bildschirm, der jetzt kommt, das Video stehen geblieben, das Spiel stehen geblieben ist. Und, boah, das wäre wirklich, würde ich jetzt ganz doll anfangen zu weinen. Ah, ja, schön. Ja, wie man sieht, lässt sich das hier ganz alles einfach wegboxen in der Gegend. Ich sammle jetzt keine Büsche mehr ein. Nee, die sammle ich ja sowieso nicht ein, ich betrete sie nicht mehr. Dafür, die Gegner werden jetzt auch dünner gleich. Ja, okay, darf man eigentlich mal wieder nach hinten retten. Okay. Irgendwie an irgendwas erinnern mich diese Schweine. Also abgesehen von Schweinen. Oh. Gongkopf. Nicht mehr weit. Gar nicht mehr weit. So, lass es nicht passieren. Natürlich nicht. Oder um hier mal ein wenig aus Ritter der Kokosnuss von Monty Python zu zitieren. Wie schon Schiller sagte, durch diese kalte Hose wird er kommen. Ich muss passieren. So, und da haben wir Bo, der ziemlich schnell laufen kann auf einmal. Willkommen zu Hause, Jack. Was denkst du? Ist es nicht schön geworden? Ja, wir haben unseren Raum dort drüben gemacht, erbaut. So. Ist das hier euer Dorf? Nein, im Moment ist es gerade ein Haus. Ein doppeltes. Doppelhaushälfte. Hälfte. Deine Freunde sind die drei Leute. Bo steht draußen und dieser alte Herr. Ich bin nur ein alter Mann. Und da ist noch ein anderer großer Typ. Der Rent heißt
ja, die Treppen hoch. Nina, bitte dich umschauen. Ja, da sagt sie, dass sie sich mit Nina umschauen möchte. Und außerdem fragt sie Stan, ob der nicht auch mitkommen möchte, und der sagt, natürlich. Oh, so, es wird Zeit für den Segen. Und die Person, die gesegnet werden soll, mit St. Evas macht die Person wird, der wird es möglich sein, die ja, Erneuerungsmagie zu besitzen, Renew, wiederbeleben. Wem soll ich diese Magie geben? Bitte diskutiert darüber und entscheidet. Das heißt, Nero werde ich gleich jetzt ansprechen, denn der alte Sack kommt ja nie mit. Dann haben wir hier Stan. Stan, warte mal. Oh, du willst mir welche von deiner Magie geben? Ja, aber das wäre, ihm Magie zu geben, wäre wie als wenn du einem Affen Magie gibst, ja. Ist das so? Wird diese Person magische Kräfte haben, aber ich bin wesentlich besser in Attack-Magie, also Schwarzmagie. Was? Magie? Willst du mir Magie schenken? Nein, brauche ich nicht. Bin ich zu blöd für. Aber, ja, ganz nebenbei, dieser Ort hier, das ist wirklich ganz hübsch. So, wo ist Rand? Wo ist Rand? Wo ist Rand? Da ist Bo normalerweise. Da ist niemand. Ich weiß die Zimmer leider nicht mehr auswendig. Auch niemand. Vielleicht heißt Treppen hoch, also Upstairs Room, auch dass Rand ganz oben ist. Ich glaube, es hat 3 Etagen. Aber um spannender zu machen, werde ich hier alle Türen nehmen. Oh, nee, da ist er. Gut. Jo, du bist zu Hause. Was denkst du über das Haus hier? Hm. Willst du mir Magie geben? Ja, dann gib sie mir halt. Ja. Mach was immer du für nötig hältst. Das ist meine Aufgabe. Oder seine Pflicht, das anzunehmen. Gut, haben wir das. Dann können wir nochmal draußen zur Burg gucken. Und ich muss auch deutlich dringend mal auf Toilette. Magie. Wenn ich Magie hätte, dann wird das, ja, eines Tages praktisch sein, wenn wir jetzt zusammen reisen. Gut, das dazu verfolgt mich nicht. Hast du entschieden? Ja, habe ich. Wen soll ich segnen? Ich möchte gerne, dass du nicht Cat, nicht Nina. Gacy Rand. Ja, ich gebe sie meinem Pferdefreund. Na dann, mag er mit dem Licht von St. Eva gesegnet sein. Zack, und da fliegt ihm so ein kleines Vieh aus Super Mario 2 voll in den Schritt. Mein Gott. Möge die Grazie von St. Eva immer mit dir sein. Ich gehe jetzt. Ich auch gleich. Ich will nur speichern. Ja, ich beende auf die Aufnahme an dieser Stelle und sage, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, und für die wenigen, die zuschauen, ja, Dank dafür. Macht's gut.